kann doch nicht sein. Moment. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu God of War. Wie es aussieht, habe ich hier was gefunden, wo wir noch rum können. Zumindest können wir nach hier unten. Ich hoffe, dass uns das jetzt weiterhilft. Vielleicht können wir da irgendwas freischalten oder so für oben. Einmal darum. Wo ist der Kleine eigentlich? Hallo? Bei jedem Scheiß muss er immer mit dabei sein und muss immer hier auf Vaters Rücken hängen. Aber jetzt kommt er nicht mit, oder was? Feichling. Oh, oh. Ich wollte gerade sagen, ich höre was. Oh, ich habe aber die anderen gerade. Kommt da noch eine? Ich höre zumindest die ganze Zeit einen, aber... Ja, mit meiner Stimme ist es noch nicht so viel besser. Was? Es ist schrecklich, das hört sich die ganze Zeit so an, als ob jetzt noch einer auftaucht und dann taucht doch keiner mehr auf, oder was? Okay. Achso, wir mussten springen, genau. Und da irgendwie... Ja, macht er automatisch, sehr schön. Aber das hat uns jetzt nicht geholfen... weiterzukommen. Wir können das Ding auch nicht in die Mitte machen, ne? Weil da ist ja keins von diesen... Das kann ich anvisieren. Obwohl, das kann ich anvisieren. Ah! Nein! Oh, das ist nicht dein Ernst, oder? Moment. Oh, jetzt habe ich die Pfeile. Ich wollte gar nicht die Pfeile ändern. Ich wollte meine Axt nehmen. Das ist... Nein! Nein, ihr Schweine! Das habe ich gar nicht gesehen in der letzten Folge. Oh, komm, ey. Nee. Jetzt bin ich hier schon völlig daneben. Dass ich ja, das hält. Oh Gott. Kann ich die Axt jetzt auch nehmen, bevor ich die Tür aufmache? Wahrscheinlich eher nicht. Oh, hallo. Guten Tag. Genau, einmal ausweichen bitte. Boah, weich doch mal aus. Das ist nicht das, wo du hin sollst, Junge. Noch komm, du kannst doch nicht mal anvisieren hier. Ja, das ist schön, Kleiner. Den kann ich nur nicht mehr holen. Ist er noch da? Ja. Ah! Komm, nimm die anderen Sachen auch. Legendäre Flamme. Ja, das ist alles toll. Nimm die anderen Sachen auch. Ich will hier weg. Oh, ey. Bisschen Heilung noch, das ist gut. Oh, jetzt habe ich mich so darüber... nee, das war das Falsche. Jetzt habe ich mich so darüber gefreut, dass wir hier die Tür geöffnet haben. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt mit so komischen, bläulichen Viechern hier gerechnet. Was war das? Ich weiß irgendwie nie, was das ist. Wieso haben wir eigentlich nur noch drei Pfeile? Hatten wir nicht mehr eigentlich bei ihm? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich muss doch irgendwie da rüberkommen. Da ist er vor allen Dingen... Gerade war es noch grün. Achso, da kann man da rüberspringen. Ah, ja, das könnte möglich sein. Ich gucke aber vorsichtshalber nochmal eben nach. Hier ist, glaube ich, nichts zum Klettern, oder? Oh Junge, wenn da Gegner kommen, machst du es alleine, ganz ehrlich. Oh nein, 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 nein. Oh.
Was war das denn? Da habe ich jetzt einmal die falsche Taste gedrückt. Was war das denn? Kann ich... Huh! Schon. Ich bin jetzt erschrocken. Wo kam der denn jetzt? Oh, scheiße. Wo kam der denn jetzt her? Ist da noch einer? Oder ist er kaputt gegangen? Oh. Mein Gott, ihr könnt mich doch nicht einfach so erschrecken hier. Leute, ernsthaft. Kann ich da jetzt hoch? Weil das ist so vereist. Ich glaube nicht, dass ich da... Kann ich hier hoch vielleicht? Muss ich den Kleinen da hochbringen? Das kann natürlich auch sein. Hm. Können wir mal probieren. Kleiner, spring mal über das Eis. Aber rutsch nicht ab, bitte, ja? Ist jetzt noch einer? Nee. Hm. Kann man hier vorbei? Kann man auch nicht. Kann das aber auch nicht. Das ist ja doof. Kann. Ach, kann der Kleine da vielleicht drauf schießen? Also bei Weiß nicht, bei Rot nicht. Wir probieren einfach mal alles aus. Bei Grün anscheinend auch nicht. Oder muss er da von der anderen Seite vielleicht drauf schießen? Komm mal mit, Kleiner. Komm mal mit. So. Jetzt. Och, der kriegt das noch nicht mal hin, da zu zielen. Das ist nicht euer Ernst. Oder er musste... Ah, Moment. Oder er muss da drauf schießen. Das könnte vielleicht sein. Wenn wir das Ding ganz nach hinten gestellt haben... Bemühe dich mal. Theoretischerweise müsste er dann nämlich von der Ecke da richtig drauf schießen können. Das war das letzte, ja. Lass mal los hier. So, Kleiner. Du musst mir mal helfen. Ich weiß, da tust du nicht gerne. Stellst dich mir lieber in den Weg in letzter Zeit, aber du musst mir mal helfen. So, jetzt. Komm mal hier. Los. Komm. Komm. Und dann schieß. Bei dem jetzt, glaube ich... Ich wusste, er kriegt es wieder nicht hin. Kleiner, komm doch mal zu mir. Du sollst von hier aus schießen, du voll... Oder kann ich hier... Ich könnte natürlich auch versuchen, einfach rüber zu springen. Ach, scheiße. Gut, aber es war jetzt nicht schlecht gedacht. Ich meine... Aber oh, der Kleine kann das. Den habe ich gut eingestellt hier. Okay, machen wir es einfach so. Super. Hast du gut gemacht, Kleiner. Ausnahmsweise. Wir müssen auf jeden Fall hier durch. Warte, ich glaube, ich sehe Baldur davon. Ja, den sehe ich auch. Dieses Arschloch. Kann ich den von hier aus platt machen oder so vielleicht? Oder muss ich da... Ne, ich muss wahrscheinlich darüber, ne? Gibt's jetzt wieder Bosskampf? Ich will nicht. Er darf uns nicht sehen. Hör zu. Du hattest kein Recht. Ich hatte jedes Recht. Ich bin deine Mutter. Du hattest kein Recht, Hexe. Ich schmecke nichts. Ich rieche nichts. Ich fühle nicht mal die Temperatur in diesem Raum. Essen, Trinken, Frauen, alles ist vor. Aber du wirst niemals wieder Schmerz verspüren müssen. Der Tod hat jetzt keinerlei Macht über dich. Würdest du lieber sterben? Als nie wieder zu fühlen? Ja. Ja. Ja, ich würde lieber sterben. Ja. Befreie mich davon. Ich kann nicht. Bitte. 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 Befreie mich davon. So funktioniert das nicht. Bitte. So. Glaub mir. Irgendwann dankst du mir. Du wirst mir... Komm schon. Das ist Freyas Sohn. Okay. Ja. Werde ich nicht. Komm schon. Komm schon. Wo muss ich hin? Wo muss ich... Ah, stopp, ich hab's doch gerade gehabt.
Ich verspreche es. Glaub mir, ich weiß nicht. Komm schon. Tu es! Tu es! Der Bogen ist ja gar nicht auffällig. Komm schon! Danke, dass ich jetzt endlich weitermachen darf. Ich gucke mir die Szenen auch so gerne noch an, aber dass ich mich gar nicht bewegen darf, ist immer sehr doof. Okay, jetzt ist sie im Weinen. Freya ist seine Mutter. Warum hast du uns das vorenthalten, Kopf? Würdest du glauben, dass es mir entfallen war? Sicher nicht. Na, dann weiß ich es auch nicht. Ich habe gewiss keinen Grund, so etwas zu verheimlichen. Da ist das Boot. Wir kommen darauf zurück. Bald. Ja, das Schiff sieht schon irgendwie sehr geil aus, aber irgendwie sehr geistermäßig auch. Müssen wir jetzt wahrscheinlich da hinten weiter, ne? Wir können ja nicht. Ich bin ein nutzloser Feigling. Nein, ich wollte die rausholen. Okay, sie wieder voll geheilt. Hier waren wir noch nicht, ne? Aber das sieht so nach Kampfgebiet irgendwie aus. Ja, das ist es vielleicht. Achso, ich hab die anderen, dann sag das doch. Nein! Oh, komm! Was hat der denn jetzt gemacht? Das will ich doch gar nicht. Solches Chaos. Viel Arbeit war das, wenn ich dich getötet habe. Wer war das? Beeilen wir uns. Schätze mal seinen Vater. Obwohl, den... Ah, das ist alles die Heilung hier, ne? Ach, das ist doch doof, Mann. Da stand RS an dem Typen dran. Also habe ich RS gedrückt. Und was macht der? Der macht das, was normalerweise passiert, wenn ich RS und Dings drücke. Also hier können wir anscheinend noch irgendwas anderes holen. Gucken wir noch mal kurz. Oh nein, da sind wieder Runen. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Gucken wir mal kurz zumindest, was uns hier... Da oben. Nee, das ist was anderes. Oh, kleiner. Ernsthaft. Kein Respekt vom alten Vater hier. Da war das so ein kleines Viech gerade, oder? Hä? Ich habe doch gerade was gehört. Da kann man noch rum. Ja. Da kann man rum, aber das bringt uns nicht allzu viel. Okay. Oh, Moment. Doch, da ist eine. Dafür habe ich aber jetzt das Falsche wieder. Nein, nein, nein. Ach, Siegel zerstören. Das ist natürlich geil, weil die kommen nicht wieder. Das heißt, es geht nicht auf Zeit. Ja, dann gucken wir doch nochmal genau nach. Ich hasse das nämlich immer, wenn das auf Zeit ist. Und dann habe ich dann irgendwann auch keine Lust mehr. Nach 20 Versuchen oder so. Bleibst du mal stehen mit dem Ding? Das wäre ganz hilfreich. Irgendwo müsste jetzt bestimmt hier so ein Fliegevieh kommen, oder?
Kann ich hier klettern irgendwo? Hallo? Hier ist Wasser. Toll. Das bringt mich aber nicht wirklich weiter. Da kann man auch nicht wirklich was machen. Oder muss ich mit dem Ding irgendwo hoch? Das kann natürlich auch... Ah! Oh! Oh! Moment. Da ist eine drin. Kann ich die... Ja, ist gut. Ich habe schon wieder die falsche. Ja, das wird aber nicht klappen, da einfach da durchzuhauen. Kann ich das Teil denn hier öffnen? Oder muss ich... Moment, kann man da auf die andere Seite? Nee, kann man nicht. Ich komme aber nicht auf die andere Seite. Oder kann ich das eventuell durchklettern, wenn ich da hochgehe? Es kann nämlich sein, dass die vorne ein bisschen... Stopp. Dass die vorne geöffnet ist. Da hoch... Obwohl, kann ich da hoch vielleicht? Ich kann sogar da hoch. Das geht ja noch einfacher. Okay. Okay, perfekt, perfekt. Dann kann ich das wieder machen. Aber wo ist dann das dritte? Können wir da hoch? Ich kann das... Ach so, Moment. Wir konnten ja hier vorne hoch, genau. Ah, da war gerade was... Kommen wir so aber nicht hoch, da müssen wir das Teil haben, ne? Okay. Ich glaube, ich habe das letzte gefunden. Da. Stopp. Nee. Klettern wir aber von der anderen Seite hoch. Nee, da ist eine Kiste. Da ist gar nicht das Ding drin. Ah, aber ich habe was gesehen. Komme ich da überhaupt hin? Vielleicht von unten? Das ist von hier aus zu weit, ne? Oh, aber wie soll ich das denn so übers Eck machen von unten? Das könnte kompliziert werden. Ja, weil man es nicht sehen kann. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Kann er... Ach nee, er kommt ja gar nicht hoch, der faule Kerl, ne? Was ist er denn eigentlich da unten? Von hier aus kann man das Ding auch nicht amüsieren, ne? Also im Endeffekt sehen kann ich es tatsächlich nur von hier aus. Ich bin gerade am überlegen, ob ich irgendwo klettern kann. Hier auf jeden Fall nicht. Und da sieht es auch nicht so aus, als ob ich klettern kann. Das Problem ist halt, wie gesagt, so geht das nicht einfach so kaputt. Ah, doch. Ha. Eigentlich ist es zu weit, aber wir machen alles Unmögliche möglich. Yes. Okay. Sie haben 3 der 3 Hörner mit Blut mitgesammelt, die sie zur Erhöhung ihrer maximalen Rage benötigen. Oh, cool. Okay. Die scheint sich unten automatisch schon jetzt erhöht zu haben. Cool. Cool. Das hat sich ja nochmal so richtig gelohnt. Achso, ich habe die Dinger an. Haha. Wenn die Wölfe aufgeladen sind, ist das einfach nur cool, finde ich. Ich meine, ich hatte die Wölfe drin. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine, es waren die Wölfe. So, dann jetzt unser eigentliches Ziel. Achso, hier kam er, glaube ich, weiter, ne? Hm.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das seetüchtig ist. Wird schon gehen. Was jetzt? Lass mir ein wenig Raum. Machen wir mal einfach ein kleines Feuer hier mitten auf dem Schiff. Ist ja nicht so schlimm. Oh, ich hab's geahnt. Da wird bestimmt noch ein Bosskampf oder sowas kommen. Oh, oh, oh. Mach dich schon mal alle kaputt. Lass aber die Heilung liegen. Schon genug getan. Naja, im Moment kannst du gar nichts tun, Kleiner. Und das ist alles Heilung. Ach du Scheiß. Also ganz ehrlich, wenn hier so viel Heilung drin ist, kriege ich ja bald schon richtig Angst davor, was hier jetzt gleich kommen könnte. Und wir sind eigentlich ja am Ende der Folge. Also ich hoffe, dass das... Was war das? Ich hoffe, dass, wenn das ein Bosskampf ist, das nicht so lange dauert. Ist das auch Heilung? Das war auch Heilung. Okay, das sah jetzt so komisch aus irgendwie. Aber das gehörte zum Schiff. Okay, wir räumen hier erstmal auf. Frage ist, was müssen wir jetzt machen? Moment, hier kann ich... Kann ich da hoch? Kann ich da irgendwas machen? Kann ich auf die Dinger schießen da oben? Kommen gar nicht so hoch. Anscheinend nicht. Genau, wärm du dich mal. Ich guck so lange nochmal nach dem Rest des Schiffes. Da komme ich gar nicht hin. Wieso komme ich da nicht hin? Hier drüber auch nicht. Ich muss doch irgendwie das Segel versuchen, da hochzukriegen, oder? Aber wie? Kann ich da? Nee. Da ist noch was fest, aber das sind nur die Dinger. Ich weiß nicht, die helfen uns nicht, nehme ich mal an. Hochklettern kann ich hier auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum das hier so Feuer gefangen hat jetzt. Muss ich die vielleicht abmachen? Ja. Da kann ich trotzdem nochmal drauf zielen. Konnte ich gerade noch. Moment. Ah. Der hat den Punkt noch, aber man kann hier irgendwie nichts mehr machen. Ja, also ich bin jetzt ganz ehrlich, ich stehe jetzt hier so ein bisschen auf dem Schlauch. Er sagt mir ja auch nicht, was ich machen soll. Ich soll das Schiff... Schifftauglich, also seetauglich. Ah! Moment. Toll! Nur vergesst nicht, dieses Boot bringt uns nur ein Stück weit. Tirs Tempel steht oben an einem gewaltigen Wasserfall, der leider von hier aus flussaufwärts liegt. Das heißt, selbst wenn wir heil dorthin kommen, müssen wir immer noch irgendwie einen Wasserfall hinauffahren. Die Wahnen erbauten das tollste Schiff aller Zeiten und das kann fliegen. Skidbladnir? Ja. Das wurde ja auch zum Fliegen gebaut. Das hier nicht. Wie dem auch sei, das ist das Boot, das wir haben. Hätte ich das lenken sollen? Nee, oder? Auf dem vielleicht größten Eisberg, den ich je gesehen habe. Immerhin ist das Feuer schön warm. Was jetzt? Immerhin ist das Feuer schön warm. Ja, wir sitzen mitten auf dem Eisberg fest, aber Hauptsache das Feuer hält uns warm. Genau. Ja, dann würde ich fast behaupten... Achso, hier sind wir eben gar nicht hingekommen. Immer noch mal...
Mich irritiert das halt immer noch, dass hier überall die Sachen zum Heilen sind. Ich will ja nicht ungeduldig sein. Dein Vater denkt nach. Genau, ich denke nach. Nee, eigentlich denke ich nicht nach. Eigentlich war ich am Überlegen, ob ich die Folge hier beende und den Rest dann in der nächsten Folge erstmal machen sollte. Ich wollte eigentlich nur vorher gucken, wie wir hier festhängen. Was ist das denn da? Oh, diese Geräusche, die ich hier gerade höre, das ist irgendwie so gar nicht gut. Also hiermit, ja genau, hiermit können wir noch was steuern. Das könnten wir vielleicht nochmal eben machen. Schlagen? Dann sind jetzt die Segellose. Sieh her. Und jetzt? Ich dachte, das wäre jetzt die Lösung für unser Problem, aber nein, wir müssen schon wieder was machen. Ich würde aber gerne die Folge beenden. Leute, was muss ich denn hier jetzt noch machen? Du hast die Segel losgeschnitten. Ja. Und was jetzt? Clever, ne? Jetzt gucken wir hier nochmal, ob wir hier noch was machen können. Du holst die Segel ein? Wie soll sich dann der Wind darin fangen? Keine Ahnung. Wir probieren einfach mal. Wir schweben. Die Hitze von den Feuern. Aha. Wir schweben tatsächlich. Wie geil. Oh oh, wir haken. Wir haben angelegt. Und wir sitzen wieder fest. Nicht lange. Bleib auf dem Boot. Unglaublich. Bleib auf dem Boot. Okay. Was müssen wir denn machen? Die Segel wieder richten oder... Schauen wir nochmal kurz. Können wir gar nicht mehr. Mist. Okay. Oder muss ich das Ding jetzt hier irgendwie wegstoßen oder so? Können wir da oben noch was machen? Ach, Leute. Das war mein Ernst, als ich gesagt habe, ich würde die Folge gerne beenden. Jetzt habe ich hier hinten noch eine Truhe gesehen. Kommen wir da so ran? Ja. Ja. 25% mehr Brandschaden. Das ist immer schön. Guck mal hier nochmal hin. Unser Boot hängt an der Brücke fest. Ja, das ist ganz toll. Ich sagte, bleib auf dem Boot. Ja, bleib auf dem Boot, halt die Klappe, lass Papa mal machen. So. Der liebe Krati will nur mal kurz gucken, ob es hier noch irgendwas zum Einsammeln gibt. Wenn Gegner kommen, kann es immer noch nach hier kommen. Oh, was ist das denn für ein Teil? Moment. Nein. Oh. Das war ein Aufzug. Okay. Och Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, ich muss hier... Oh Gott. Das war ein Aufzug. Waren wir hier schon mal? Ich habe keine Ahnung. Toll. Jetzt bin ich hier so auf halber Höhe. Aber das bringt uns, glaube ich, nichts fürs Boot, oder? Achso, ich bin auf der Seite. Moment. Ah, hier ist noch was. Ja, ich schätze mal, das hat uns jetzt wirklich fürs Boot nicht wirklich was gebracht. Oben ist was, wo ich... Ah! Okay. Warte dort auf mich. Nein. Hallo, geht's noch?
Sind die verbunden oder was ist los? Anscheinend ja. Wir müssen reden, Bruder. Dir ist doch klar, dass es vorbei ist, oder? Selbst wenn wir es zurück nach Midgard schaffen. Du und Baldur habt das einzige Tor nach Jittenhelm zerstört. Wir können nichts mehr tun. Und dieser Junge da oben, sein Schmerz zerreißt ihn. Seine Welt wurde auf den Kopf gestellt. Atreus ist nicht deine Sorge. Tja, er ist vielleicht bald jedermanns Sorge, wenn du nichts unternimmst. Man muss nicht der klügste Mann der Welt sein, um das zu sehen. Jetzt bin ich wieder hier oben, aber von hier aus komme ich nicht auf das Schiff drauf. Och, Menschenskind. Jetzt habe ich die Folge hier schon so lange überzogen, weil ich den Teil hier noch mitmachen wollte. Komme aber partout nicht nach oben. Ich weiß nicht, warum der nicht nach oben kommt. Wegen dem Eis vielleicht oder so. Moment. Hä? Achso, das ist meine Axt, die jetzt eingefroren hat. Ja, ja. Ich muss da oben hinkommen, weil sonst kann ich ja nicht zum Schiff springen. Ja, das ist genau das, was ich meine. Ich muss nach oben hinkommen. Der lässt mich... Mann. Der lässt mich aber nicht nach oben. Ich habe ja auch nichts, wo ich draufklettern kann oder so, ne? Dass ich dann... Das ist gut, dass ich jetzt noch die Heilung habe. Dass ich dann dahin machen könnte. Der geht auch irgendwie nur... Komm, oder muss ich das noch... Moment, muss ich das nochmal machen vielleicht? Komm, ernsthaft, Krato. Mann. Oh. Kleiner. Großer. Mann. Hast es jetzt bald. Mann, 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 Mann. Geh da hoch. Los. Atreus. Darf ich helfen? Gemeinsam. Geschafft! Ist frei! Wir werden hier wieder rauskommen. Stell dich mir, Vater! Lass es uns beenden! Aber nicht hier! Ja, mein Sohn. Es ist Zeit. Nein. Wieder diese Stimme. Weißt du, wer das ist? Ich weiß es nicht. Okay. Also, wenn jetzt nichts Unvorhergesehenes passiert, so wie das hier... Kann man nicht einfach mal eine normale Abmoderation machen? Bin doch nicht so weit. Ohne dass immer irgendwelche Gegner kommen. Nee, das ist meine Chance. Angemacht. Oh, das war die falsche Taste. Verstehe uns. Nein! Leute, ich habe das Feuer doch angemacht, ihr Idioten.
Ja, dann würde ich sagen, das ist der Moment, wo wir einen kleinen Cut machen und diesen Kampf in der nächsten Folge weiterführen werden. Weil ich muss langsam wirklich mal die Folge beenden. Bis dann. Ciao.